Ich bin Chantal Frey, ich bin eine Überlebende von ritueller Gewalt und in diesem Video gehe ich einem Gedanken nach, einer Frage nach, und zwar, wie kann das sein oder warum ist es so, dass wir Betroffene, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen und über unsere Erlebnisse reden, warum können wir das in den allermeisten Fällen sehr ruhig machen und sehr analytisch sein und einfach so manchmal auch distanziert. Es ist so, dass wenn ich heute vor dieser Kamera sitze, da habe ich natürlich einen ganz, ganz langen Weg hinter mir. Und dieser Prozess, bis ich jetzt hier vor der Kamera sitze, das war ein langer Prozess. Und vor der Kamera zu sitzen, jetzt und über diese Erlebnisse zu reden, das kann ich tatsächlich in sehr ruhig und auch sehr analytisch, das ist richtig, aber das war nicht immer der Fall. Es gab Zeiten in meinem Leben, da wusste ich nicht, wohin mit diesem innerlichen Schmerz. Und es gab Zeiten, da habe ich wirklich mein Kissen genommen und ich habe das vor mein Gesicht genommen und in das Kissen hineingeschrien, damit die Nachbarn nicht so erschrocken waren über mein Geschrei. Der Schmerz war so groß, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin damit, wie ich den ausdrücken sollte. Ich war nicht in der Lage, also Worte haben nicht gereicht oder ich habe sowieso Worte nicht gefunden. Ich war nicht in der Lage, meinen Schmerz auszudrücken und das kam dann einfach irgendwie raus. Und eine Art war ebenso in ein Kissen schreien. Meine Art. Das war allerdings der Anfang von einem Heilungsprozess, weil immerhin habe ich Schmerz verspürt und der Schmerz kam raus, was ja lange, lange Zeit, viele Jahre ja gar nicht war. Auf jeden Fall nicht bewusst war mir dieser Schmerz und ich hatte den ja unterdrückt. Und das ist auch bei vielen anderen Betroffenen so, dass zuerst mal ein großer Schmerz da ist, der irgendwie raus muss. Und dann kommen auch solche Gefühle wie Wut oder Hass oder Rachegefühle oder wie auch immer. Das ist dann sehr unterschiedlich, je nach Mensch halt. Also wir Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Auch wir Betroffenen sind ja sehr unterschiedlich und wir verarbeiten auch die Traumas sehr unterschiedlich. Aber auf jeden Fall kommen Gefühle. Oder manchmal kommt auch nichts. Es ist manchmal eine Leere und man muss auf die Suche von seinen Gefühlen gehen, oder von seinen Bedürfnissen auch. Und diese Gefühle, die waren da. Und da habe ich auch zuerst lernen müssen, mit diesen Gefühlen umzugehen und so eine Ordnung reinzubringen, weil die waren einfach so. Ja, auf Schweizerdeutsch sagen wir Rüsi Müsi, waren die da. Und ja, da habe ich zuerst so eine Struktur hineinbringen müssen in diese Gefühle. Und vor allem auch das Erlauben, mir erlauben, dass ich solche Gefühle haben darf. So, und dann kam aber wirklich auch dann irgendwann die Zeit, wo ich über Vergebung nachdenken musste. Und das habe ich. Das habe ich wirklich ganz, ganz tief und fest. Das Thema Vergebung war und ist in meinem Leben ein ganz großes Thema. Warum? Ich habe für mich tatsächlich darin den Schlüssel gefunden, um in eine Freiheit zu kommen. Und ich habe mich einfach mal entschieden zu vergeben. Und zwar meinen Tätern zu vergeben, aber auch mir selber zu vergeben. Und das war wirklich eine harte Zeit, aber es war eine sehr heilende und befreiende Zeit. Ich habe
mit dieser Entscheidung, ich sage immer, ich habe, als hätte ich, es war, als hätte ich eine Schere genommen und die Nabelschnur zwischen den Tätern und mir einfach so durchschnitten. Weil ich war ja an sie gebunden. Mit dieser Gewalt war ich an sie gebunden. Und ich war dann auch an sie gebunden mit diesen Gefühlen, die da hochkamen, diese negativen Gefühle. Und wenn ich das zulasse, diese Gefühle, dann muss ich auch in der Lage sein, da wieder, die wieder loszulassen. Weil wenn ich die bei mir behalte, diese Wut oder auch allenfalls Hass oder Rachegefühl oder wie auch immer, das ändert erstens mal gar nichts an der Tatsache, dass ich das erlebt habe, dass ich diese Gewalt erlebt habe und auch nichts daran, an dem Verhalten von einem Täter, wo ich vielleicht diese Gefühle über ihn habe. Was tut es? Es schadet nur mir. Es frisst mich innerlich auf, wenn ich diese Gefühle habe und diese Gefühle pflege. Ich darf diese Gefühle haben. Wir dürfen das alle, nicht nur die Betroffenen von ritueller Gewalt. Gefühle sind ganz, ganz wichtig, aber sie sollen wegweisend sein und nicht bestimmend. Und das ist das, was ich für mich in meinem Leben entschieden habe. Ich wollte nicht, dass solche negative Gefühle mein jetziges Leben bestimmen. Ich wollte bewusst diesen Schritt von dieser Opfersein rausmachen und nicht in dieser Opferrolle mich da drin bewegen und immer, ach, ich bin die Arme und ich habe Rachegefühle und diese Hassgefühle oder Wutgefühle pflegen. Nochmals, ganz wichtig ist es mir zu sagen, diese Gefühle sind wichtig, die dürfen da sein, aber es ist wichtig, wenn man wirklich heil werden will, diese auch wieder loszulassen, damit es das heutige Leben, das jetzige Leben nicht beeinflusst oder nicht kontrolliert. Ja, und das ist etwas, das mir immer wieder gelingt, aber auch, weil ich viel daran gearbeitet habe. Das ist wie, wenn man ins Fitnesszentrum geht. Also man muss immer und immer wieder üben und irgendwann fällt es einem leichter. Das ist auch so mit diesen Prozessen von negative Gefühle loslassen. Und so kann ich heute auch darüber berichten und halt auch analytisch darüber berichten und auch relativ ruhig darüber berichten. Und manchmal sogar vielleicht für die einen oder anderen distanziert darüber berichten. Aber das ist, weil ich dann in diesem Moment, wo ich da vor der Kamera sitze und darüber berichte, kann ich so in eine sogenannte Beobachterrolle gehen. Und ich beobachte das, was ich darüber berichte. Es ist als für mich, als würde ich ein Buch lesen und darüber berichten. Und das ist wirklich etwas, was im Laufe von meinem Heilungsprozess gekommen ist, dass ich diese Fähigkeit auch entwickelt habe. Ja, so viel zu dieser Frage. Die Frage war eben, wie kann das sein, dass ihr Betroffenen so analytisch und ruhig und gelassen oder manchmal auch distanziert über diese Dinge berichten könnt. Das ist meine Antwort dazu. Es gibt bestimmt noch viele andere Antworten. Das ist eine Kurzantwort natürlich. Dahinter steckt ein ganz langer Prozess über mehrere Jahre, aber es ist ein Prozess, der mich persönlich eben in diese Ruhe und in diesen innerlichen Frieden auch und in diese Gelassenheit irgendwo gebracht hat, so dass ich heute darüber berichten kann. Ich freue mich wiederum auf eure Kommentare unter diesem Video und auf weitere Fragen und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.